Pfirsich Holzschwert, eine der effektivsten Waffen gegen Dämonen und andere Wesen der Unterwelt ist das Pfirsichholzschwert. Dieses Schwert, geschnitzt aus Pfirsichholz, ist ein wichtiger Bestandteil in den Ritualen des traditionellen taoistischen Exorzismus. Viele Familien sind in Besitz eines Pfirsichholzschwertes, besonders während des Festes der hungrigen Geister. Ich brauche so eins unbedingt. Wieso explodiert hier eigentlich immer alles? Ist das das Pfirsichholzschwert? Yes. Du kannst mir doch nicht sagen, dass hier wirklich nichts ist. Kein Schrein, nichts. Okay, bevor wir jetzt dorthin fahren, ich gehe nochmals hier hin, um diesen Schrein dort zu aktivieren. Aber hier gibt es auch noch was. No! Mein schönes Schwert! Schäden besiegt, man hätte einen Nahkampf. Hier was Spannendes, Schönes, Großes, nichts, absolut nichts. Ich glaube, dass wir wieder lustig werden, diese ganzen Schreine zu finden. Rein ist ja hier vorne, das wissen wir zumindest schon mal. Da ist nichts. Erhöht unsere Möglichkeit, gegen den Brand zu stecken. Und das finde ich gut, denn Feuer ist immer gut. Höllenschreine 2 von 10. Wahrscheinlich führt uns zwar das Spiel oder die Story genau dorthin. Diesen Schreien. Zum Beispiel Dogeist is around, Way. He's even more obnoxious than he was before. No, nee, Dogeist, nicht der Typ. Ich komm gleich. Zuerst ein bisschen beten. Oder Münzen zum Glück reinwerfen. Shit. Double-crossing piece of shit. Now, you die. Kill this cop trash, or I'll haunt every one of you bastards.
komm schon. Ach komm. Lass mich los. Ich komm schon. Niemals. Ab ins Portal mit dir. Du auch. No. Komm schon, Dogeis. Come burn with me, Shen. I'm gonna roast out your eyes, you fuck. Nee, das wird eher ich machen. This is gonna be fun. Kill him, boys. Komm! Hope you bought a coffin, you copies of shit! Brr. You can't touch me, Shen! What are you gonna do now? Wie am Fließband! Mit dir geht's ab in den Stromkasten. Okay, da muss ich kontern. I see. Ziemlich einfach. Burn up here, burn down there. Dogeis zum zweiten Mal besiegt. Bericht Höllengeld. Dämonen sind in North Point erschienen. Höllengeld. Nachgemachte Banknoten, die als Opfergabe für die Toten verbrannt werden. Verbrennt man nachgemachte Banknoten, versorgt man die Toten in der Unterwelt mit Geld. Sorry.
um deren Leid zu lindern und weitaus wichtiger, um sie davon abzuhalten, ins Reich der Lebenden zurückzukehren. Okay, interesting. Da bin ich zu spät, sorry. No! Nice. Teilzeitkiller. Und wieder ein schönes Schwert zum Mitnehmen. Leider zerbrechen die ganz schnell, was ein bisschen doof ist. Mal kurz schauen. Muss man die immer ins Portal werfen? Fragezeichen. Damit keine nachkommen. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, man muss sie immer ins Portal werfen, okay. Und bitte beide noch killen. Oder auch so geht's auch. Schirken besiegt. Blast. Gibt's auch ein neues Schwert? Was machst du hier hinten? Ich möchte das ja nicht unbedingt so mega schnell jetzt durchzucken. Deshalb. Gehen wir kurz nach Hause, schauen uns mal diese neuen Kleidungsstücke an. Vielleicht bringt ja auch irgendwie was Bestimmtes. Irgendwie eine magische Kraft oder Fähigkeit. Mal schauen. Gibt es noch einen Schrein? Okay, gut. Nice, 4 von 10. Fast schon die Hälfte. Lass mich mal schauen. Haben wir sonst eigentlich alle anderen Kleider? Da haben wir, okay. Standard-Outfits.
Man hätte einen Nahkampf, Teilzeitkill. Ja, okay, das sind einfach die, die wir immer haben. Also eh schon haben, oder? Ja, doch. Also nicht wirklich spannend, schade. Ich dachte, da wird es irgendwie was Neues dazu geben, oder? Irgendwie so. Das kann ich nicht mehr nehmen, das Holzschwert, schade. Ja, werde ich tun. Kurz mal dort im Park vorbeischauen. Da ist nix. Nee. Aber hier ist sicher ein Schrein. Es muss einer geben hier drin. Love is love. Adi. Yo,